dem M3 E90, dem V8. Und die Tage werden wir jetzt natürlich mal nutzen, um bei unserem Fahrzeug mal seit langem wieder mal den Ölwechsel durchzuführen. Seit 3 Jahren, oder? Ja, seit September, glaube ich, 2017 war das letzte Mal. Fast 3 Jahre ist jetzt her, dass wir das letzte Mal einen Ölwechsel gemacht haben und natürlich auch einen Service. Letztes Jahr sind wir wegen Corona einfach nicht dazu gekommen. Und jetzt fahren wir das Auto noch ein bisschen warm, dass das Motoröl dann schön abgelassen werden kann, auch Getriebe, Hinterachsöl. Und dann filmen wir mal mit, wie der Ablauf, also eigentlich relativ einfach ist, bei dem Auto den Service selber zu machen. In dem Fall haben wir jetzt ein Schaltgetriebe verbaut, kein Doppelkupplungsgetriebe, was das Ganze noch einfacher macht gegenüber einem Fahrzeug mit Doppelkupplung. Ja, und jetzt fahren wir das Auto in die Werkstatt und dann beginnen wir gleich mit Öl ablassen, alle Öle runter und Zündkerzen, Luftfilter kontrollieren, Mikrofilter, alles was eben zum großen Service dazugehört. Das werden wir jetzt gleich mitfilmen und dann ist das Auto für diesen Sommer eigentlich schon startklar. Und wie man auch dann sehen kann, es ist eigentlich alles ohne Spezialwerkzeug machbar und auch relativ einfach. Der M3 ist jetzt auf der Bühne und die Scharke fängt jetzt gleich mal an mit den ersten Handgriffen. Da fängst du oben an beim Ölfilter und natürlich hier am Öldeckel. Öldeckel habe ich schon weggemacht. Genau, damit das Öl ablaufen kann schöner. Und jetzt machst du als nächstes den Ölfilter auf, gell? Den Verschluss. Wichtig ist dabei, am besten einfach mal jetzt nicht abziehen, sondern einfach mal das Öl in der Zwischenzeit jetzt ablaufen lassen. Sonst hat man dann hier die ganze Brühe dann wieder unten am Gehäuse runterlaufen. Das reicht eigentlich, so kommt Luft rein. Dann kann auch gleich als nächstes der Luftfilter ausgebaut werden. Wir kontrollieren ihn jetzt erstmal, ob wir den tauschen, werden wir dann entscheiden, weil der letzte Filterwechsel gerade mal erst ungefähr, ich glaube, 8000 Kilometer herliegt. 87.000, ne? Ja. 95.000. Genau, also es ist von den Kilometern her nicht lange her, allerdings von den Jahren ist es schon ein paar Jährchen länger her, dass das Auto das letzte Mal einen neuen Luftfilter bekommen hat. Kontrollieren wir jetzt eben dann gleich als nächstes. Dann haben wir auch noch hier oben die Mikrofilter, die werden wir auch kontrollieren. Die sind, glaube ich, das letzte Mal irgendwann bei knapp über 90.000 getauscht worden. Eventuell, wenn die nicht mehr schön sind, werden die auch natürlich erneuert. Ja, und man sieht, hier unten läuft das Öl auch schon ein bisschen runter am Gehäuse, aber das ist jetzt nicht so viel. Und sobald du dann die Schelle hier aufgemacht hast, ist jetzt locker. Ja, und zwei Schrauben hast du in der Zwischenzeit schon rausgedreht, hier drüben. Zwei Zehnerschrauben. Genau, jetzt müsste man mal schauen, ob der Kasten sich so schon rausnehmen lässt. Also hier den Ballkast auch schon runtergetan, ja. Und jetzt darf er natürlich jetzt auch nicht mehr stören, der Ball beim Hochhebeln. Weil das ist nämlich auch eine Vorarbeit schon, die man jetzt machen kann, wenn man die Zündkerzen wechseln will. Die liegen hier natürlich drunter, direkt überall vom Ventil, im Ventildeckel sozusagen drinnen. Und dazu muss diese Plastikabdeckung herausgebaut werden und hier drüben genau das Gleiche. Und ohne den Ausbau des Luftfilters kommt man auch gar nicht ran. Jetzt könnte der Luftfilter eigentlich schon rausgehen, wenn er jetzt nirgendwo anders hängt. Hier vorne ist natürlich auch noch an der Luftführung etwas eingehängt, an der Stelle da vorne. Ja, da hast du auch schon rausbekommen. Dann hängt er natürlich unter der Schraube ein klein wenig hier unter. Da hinten, ja. Ja, da kann es ein bisschen eng werden. Geht nicht genau, natürlich auf einen Millimeter genau hinein, dieser riesengroße Kasten. Aber jetzt hast du ihn auch schon in der Hand. So schwer ist der auch gar nicht, glaube ich. Nein, der ist ziemlich leicht. Ja. Ja, das ist der Vorteil bei diesen M-Modellen. Da wird auch doch ein bisschen immer auf Gewicht geschaut. Aber sonst hast du auch keine anderen Leitungen mehr dran gehabt am Luftfilterkasten. Und man kann auch schon mal kurz reinleuchten von unten her. Also, ja, wir werden es trotzdem mal komplett ausbauen. Aber ich gehe davon aus, ja, man sieht sauber aus. Wirklich auch nur, der ist seine 8000 gelaufen seit dem letzten Wechsel. Also werden wir dann schauen, ob wir eventuell bloß ein bisschen sauber machen müssen. Jetzt ist eben auch die linke Seite frei für den Zündkerzenwechsel. Da kommt man jetzt eigentlich auch schon ganz gut hin, wenn man dann hier die Abdeckung rausnimmt. Und ja, jetzt werden wir das Auto dann aber auch gleich mal irgendwann nach oben fahren auf die Bühne, damit wir jetzt, solange das Öl noch warm ist, natürlich gleich das Motoröl und Getriebeöl hinter Achsöl ablassen können. Ja, du schaust nochmal, ob noch irgendwas anderes auffällig ist. Riemen zum Beispiel. Ja, ja. Ganz wichtig, kannst du da unten hinschauen. Die sehen gut aus, ne, oder? Ich gehe mal mit der Lampe ein bisschen rein. Ja, ich glaube, man kann es einigermaßen erkennen. Vielleicht die untere nochmal, die untere Seite, vielleicht mit der Kamera. Mhm. Ah, jetzt habe ich es drauf mit der Kamera. Also, soweit ich jetzt sehen kann, durch das Kamerabild zumindest, sehe ich keine Risse. Man sieht auch noch die Schrift recht gut drauf. Also, der Riemen ist auch noch nicht allzu lange drin.
Den Riemen werden wir auch nicht tauschen müssen. Wichtig ist natürlich die Kontrolle. Und drüben der andere Riemen, genau das gleiche auch hier wieder, eine Kontrolle. Da muss man hier unten irgendwo reinfahren mit dem Licht. Ja, da sieht man es auch einigermaßen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt besser sehen kannst von hier. Also rissig sind die nicht. Ja, hier kann man es ein bisschen erkennen. Also das ist ganz wichtig, eine Kontrolle auf jeden Fall machen. Wenn die natürlich rissig sind, dann auf jeden Fall gleich mit erneuern. Das sind die ersten Schritte. Dann kann man natürlich auch gleich hier drüben bei der Servoöl eine Sichtkontrolle machen. Ist genug Öl drinnen oder ist was ausgelaufen? Hier unten hast du natürlich den Steg. Man sieht, glaube ich, das am unteren Ende. Soweit ich das jetzt so. Also hier ist. Ja, würde ich auch sagen. An der Stelle ist er. Da werden wir auf jeden Fall etwas nachschütten. Eventuell kann man es natürlich auch austauschen. Aber bei dem Auto ist es vom Alter her jetzt noch nicht nötig. Kann man lassen. Aber was wir auf jeden Fall auch machen werden, hier oben Kühlwasser werden wir das erste Mal wechseln bei dem Fahrzeug. Das ist bis jetzt noch nicht gewesen. Seit genau zehn Jahren, richtig. Und jetzt ist natürlich schon mal das erste Mal fällig, dass man es überhaupt mal macht. Einfach um ja der Gewissheit zu haben, dass man das alte Mittel mal erneuert hat und einfach einen Korrosionsschutz hat im Motor. Und Bremsflüssigkeit auch noch, oder? Das ist dann auch noch dran. Ja, die sind das letzte Mal gemacht worden 2018. Sollte laut BMW alle 2 Jahre gemacht werden. Dazu dann eben auch später der Mikrofilter, der rauskommt. Da kommt man dann auch ganz gut an die Bremsflüssigkeit ran. Ja, und schon hat man die ersten Schritte zum Service eigentlich schon getan. Wir werden jetzt das Öl ablassen, weil wir in der Zwischenzeit eben oben den Motor abkühlen lassen können für die Zündkerzen und eben auch für die anderen Schritte, die jetzt oben uns noch erwarten. Und jetzt geht es erstmal rauf auf die Bühne. Der Luftfilterkasten ist jetzt komplett aufgeschraubt. Der hat außen rum darum nur so ein paar kleine Torx-Schrauben. Die können auch drin hängen bleiben. Die muss man gar nicht komplett rausdrehen. Und jetzt haben wir hier den Luftfilter. Den kannst du jetzt mal ausbauen und schauen, wie verdreckt der jetzt wirklich ist über die letzten Jahre vom Rumstehen eigentlich. Ah, da hinten, da sieht man doch ein paar kleine Dreckspuren. Ist zwar nicht viel, aber in dem Fall, ich glaube doch, da sieht man es. Will man auf jeden Fall auch austauschen. Dass, wenn man das schon alles ausgebaut hat, dann kann man es ja auch gleich mit erneuern. Ist auch der originale Luftfilter drin. Und dann natürlich auch gleich am besten das Gehäuse hier ein bisschen sauber machen. Dann hat man also den Arbeitsschritt erledigt. Das geht ja ganz einfach. 2015 ist der. Also doch, ja, ist schon ein paar Jahre her. Jetzt haben wir es jetzt 2021, also gute 6 Jahre. Also dann werden wir auf jeden Fall austauschen, das passt. Während das Öl von der Ölwanne schon am Ablaufen ist, müssen wir bei dem M3 auch ein Stück weiter vorne noch eine zweite Schraube herausdrehen, damit auch das Öl im vorderen Bereich des Motors rauskommt. Gut, du drehst einfach jetzt am besten mit der Hand weiter und dann natürlich gleich eine Abfangwanne drunter stellen. Ja, da kommt auch ein bisschen was raus noch. Und schön warm ist es, ja, es ist ganz gut, wenn man es gleich macht, wenn der Motor noch Temperatur hat, dann fließt es auch viel schneller ab, weil bei kalten Temperaturen läuft das 10W60 ja bekanntlicherweise sehr zäh heraus und dauert ewig lang. Man sieht ein bisschen von der Farbe her, also das Öl hat es glaube ich knapp über 1000 Kilometer gerade mal gelaufen. Ja. Richtig, das war schon ein paar Jahre her, glaube ich, wann war das, 2017 oder sowas herum. Aber das Öl selber ist halt eben ja, vom Alter her schon so weit, dass man es tauschen muss, von den Kilometern mit Sicherheit nicht. So, einfach ablaufen lassen. Und dann kann man auch gleich weitermachen am Getriebe und am Hinterachse, dass alle Öle in der Zwischenzeit schon mal laufen kann, während man dann oben wieder weitermacht. Bevor wir das Getriebeöl wechseln, bei dem wir noch ein bisschen was machen müssen unterhalb mit den Abdeckungen, die abgebaut werden müssen, können wir natürlich gleich hinten am Hinterachsdifferenzial das Öl ablassen. Da muss man nämlich gar nichts machen, nur die 2 Schrauben herausdrehen, die obere und die untere, einen großen Imbus dazu. Und dann einfach rausdrehen. Diese Schrauben gibt es bei BMW als komplettes Einteil mit dem Dichtring integriert. Und von der Menge her sieht man, war genug drinnen. Aber. Das riecht. Ja, genau. Der Geruch. Man merkt also, es ist schon ein. Das stinkt richtig. Ja, es ist schon eine längere Zeit drinnen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man auf jeden Fall die Arbeit nicht umsonst macht. Wäre das Öl nämlich vor kurzem erst gemacht worden, würde man jetzt diesen Geruch nicht haben. Und von der Optik ist es wieder sehr schön, also schön hell noch. Aber na, es ist doch ein bisschen verbraucht schon. So, jetzt musst du den unten drauf machen. Genau, lass erstmal oben ein bisschen ablaufen. Und sobald es oben draußen ist, dann können wir den unten drauf machen. Jetzt kann die Ablassschraube aufgedreht werden.
und das Öl kann dann ablaufen. Okay, dann drehst du schon mal auf. In der Hand geht's, ja. Oh ja, das ist jetzt doch schwärzer. Ne? Ja, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir es vor einiger Zeit schon mal gemacht hätten. Ja, wir haben das nicht gemacht, glaube ich. Richtig, das sieht man jetzt ganz deutlich. Also wir haben das Öl mit Sicherheit bisher noch nicht erneuert. Und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass es mal rauskommt, weil die erste Schwall war doch ziemlich schwarz. Und vom Geruch her haben wir schon gesagt, man kann sich vorstellen, dass es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, das Öl. Die Abdeckung unter Getriebe ist eigentlich auch ganz leicht zum Demontieren. Die hat eigentlich nur hier oben eine Schraube, auf der anderen Seite auch. Und hier vorne eine 8er Schlüsselweite und dann da an deiner Stelle vorne sind es, glaube ich, 3. Das sind die 3, ja. Ja. Und jetzt soll eigentlich die Abdeckung herausgenommen werden können. Ja, du musst ein bisschen zusammendrücken, weil die sich natürlich jetzt zwischen hier dem Auspuff ein bisschen verklemmen kann. So sieht die Abdeckung aus. Teilweise kaputt. Ja, da hinten, da hat es ein bisschen gelöst. Ah ja, das kann man wieder in Stand setzen, wenn da die Löcher noch in Ordnung sind. Da müsste man, aber da hat sie es komplett hier aus, ja, herausbewegt. Da vorne ist es eigentlich noch dran. Aber da kann man es wieder in Stand setzen oder man tauscht es aus. Man sieht hier, sind diese Gegenstücke herausgebrochen. Auf der Seite haben wir das schon vor 3 Jahren gemacht. Richtig, da haben wir es ja, genau, das sieht man es ja ganz gut hier. Das sind nämlich so kleine Schräubchen, mit denen kann man es also wirklich wieder so weiterverwenden, ohne dass man es austauschen muss. Das machen wir natürlich dann später. Und jetzt sieht man das Getriebe auch ganz gut mit der Pumpe auf der Seite. Wichtig ist auch nachzuschauen, welches Öl muss man verbauen. Also verbauen ist gut, verwenden, weil es gibt 2 verschiedene Getriebeöle bei dem Auto. Das MTF2 und das MTF3. Bei unserem Modell, wir haben das etwas jüngere Facelift-Modell, sollte man das MTF3 verwenden. Bei den ersten Modellen gab es auch noch die Version mit MTF2. Ja, und ablassen werden wir das Öl natürlich auch gleich. Und dann, wenn es über Nacht abgelaufen ist, dann erst werden wir es wieder neu befüllen. Die Mikrofilter sind jetzt dran. Das sind nur 3 Schrauben, Schlüsselweite 8. Dann kannst du die Mikrofilter heraushebeln. Die sind klein, ne? Ja, das ist man gar nicht gewohnt. Normal sind die immer relativ lang und groß. Beim V8 hat man einfach nicht den Platz gehabt, wie beim normalen E90. Da geht ja der Mikrofilter hier in einem Stück von links nach rechts rüber. Also sind die hier ein bisschen aufgeteilt. Ja, also die sehen zwar jetzt optisch auch nicht so verdreckt aus, aber vom Alter sind die doch schon etwas wieder in die Jahre gekommen. Die tauschen wir auch aus, auf jeden Fall. Der zweite ist auch nur reingesteckt. Und dann hat man eben auch hier hinten auch gleich den Bremsflüssigkeitsbehälter zum Wechseln der Bremsflüssigkeit. Ja, die hängen auch schon ein paar Jahre da drin. Aber wenn man es ein bisschen raushebelt, dann sind die auch schon draußen. Und dann haben wir eben drüben noch die andere Seite. Das ist genau das Gleiche. Und dann ist dieser Schritt auch erledigt. Dann kommen wir aber auch gleich direkt zum Motor, zu den Zündkerzen. Hier oben, wie gesagt, die Abdeckungen kommen raus. Auf deiner Seite geht es jetzt sogar einfacher. Ja, jetzt hast du schon ausgebaut. Da liegen jetzt beide. Da geht ihr doch mal einfach um auf die andere Seite. Das ist die saubere, also da sieht man eigentlich gar nichts. Gell? Da ist gar kein Dreck. Nee, also nur auf der dreckigen Seite, aber auch nur ganz, ganz wenig. Leicht. Also auch die sind von den Kilometern her nicht lange benutzt worden. Aber das Alte ist halt einfach, dass wir es einfach aus dem Grund einfach austauschen. Um an die Zündkerzen ranzukommen, muss eben diese Abdeckung jetzt raus. Und dazu ist es besser, man schraubt hier den Kühlwasserausgleichsbehälter ab. Der ist auch nur wieder mit 2 Schrauben, Schlüsselweite 10, festgehalten. Jetzt kannst du den mal ein bisschen zur Seite bewegen. Unten ist er wahrscheinlich nur wieder reingesteckt, da unten ist der Schlauch. Ja, einfach ein bisschen zur Seite bewegen. Jetzt müsstest du mal schauen, ob du die Abdeckung rausbekommst. Ja. Weil jetzt wird es nämlich eng hier unter dem Schlauch, den durchzubekommen. Jetzt geht es ganz einfach.
Da oben hängt ihr ein Bild an der Stelle hier, warte, ich halte es mal fest. So, jetzt hast du ihn draußen. Und man kann schon mal auf die Kerzen runterschauen, auf die Zündspulen. Die kann man jetzt hier vorne natürlich sehr einfach rausbauen. Auf der anderen Seite ist es etwas einfacher. Da kannst du gleich den Deckel einfach so herausnehmen. Da ist das Einzige, was man hat, hier oben dieser Kabelbaum, das kleine Stück einfach nur eingehängt. Und jetzt ein bisschen fest dran ziehen. Da geht es noch recht leicht vorne, aber hinten ist es gleich auch nochmal eingehängt. Da wird es ein bisschen schwerer dran zu kommen. Ja, man sieht nämlich, die sind nämlich hier so eingehängt in so kleinen Gummilagern. Und dazu müssen die einfach nach oben senkrecht rausgezogen werden, was nicht das mal ganz einfach ist. Oder? Ja, richtig, schon, ne? Ja, genau, an der Stelle hier, da sind die Gummilager draufgesteckt. Mhm. Und dazu muss man eben senkrecht nach oben ziehen. Das ist im Hinterbereich immer etwas schwerer als im vorderen Bereich. Und auch da sieht man, da kommt man sogar noch besser ran an die Kerzen, wie auf der rechten Seite. Zuerst kann man die Stecker abziehen von den Spulen. Das ist noch der leichtere Schritt. Die eine, glaube ich, ist noch hinten irgendwo. Ja, das ist die schwerste. Ja, ja, da kommt man nicht so gut ran an die allerletzte. Ein bisschen zusammendrücken. Ich komme mal hier rüber und dann... Jetzt geklappt, ist draußen gut. Man sieht, da hängen die Stecker jetzt einzeln lose dran. Und jetzt geht es eben um die Zündspulen, die natürlich, je länger sie nicht mehr ausgebaut worden sind, umso schwerer gehen die jetzt raus. Dazu am besten hin und her drehen, ein klein wenig, und immer etwas dran ziehen. Im vorderen Bereich ist es noch auch wieder ganz einfach. Ja, relativ einfach. Und im hinteren Bereich wird es dann eben immer schwerer. Rostlöser bringt da auch nichts, ne? Da kommen wir jetzt nicht ran, nee. Da müsste man jetzt wirklich einfach mit ordentlich ziehen und drehen die Spule herausbekommen. Die ersten beiden Spulen sind jetzt draußen. Nach einigem Hin- und Hergedrehe und Geziehe hast du die jetzt in der Hand. Mhm. Ja, das liegt eben daran, dass die schon lange nicht mehr getauscht worden sind. Aber jetzt geht es eben dann in den hinteren Bereich. Ja, da bin ich gespannt. Ja. Ja, das wird jetzt nochmal ein etwas anderes Thema. Man sieht ja schon hinten, dass es ziemlich eng ist mit den ganzen einzelnen Leitungen. Da ich nehme den ganzen Kabelbaum hier raus, dann habe ich auch mehr Platz zum Drehen. Genau, an der unteren Stelle kannst du ihn aushängen. Ja? Und jetzt kommst du auch an die besser ran, glaube ich. Ja. Okay, dann mal ein bisschen viel Spaß beim Drehen und dann haben wir die auch gleich draußen. Es hat geploppt und draußen ist sie. Jetzt wird es aber eng, die Spule nach oben rauszuziehen. Den Kabelbaum, ja. Ja, das wird noch ein bisschen ein Problem. Aber die muss gehen. Ja, jetzt geht die. Hast du ein bisschen rübergedreht. Mhm. Ja, das war die letzte. Das sind immer die hintersten Spulen. Und die Kerzen sind immer das, wo sie am gefährlichsten wird. Aber wie man gesehen hat, an der Stelle hat es auch so geklappt, ohne dass man am Motor irgendwas runterlassen muss, wie es bei einigen Fahrzeugen ist. Wenn man hinten nicht rankommt, alle Spulen sind jetzt draußen und man hat auch schon einen Blick von oben her auf die Kerzen. Da kommt man eigentlich schon ran. Auf der anderen Seite mal sehen, da haben wir erstmal eine ausgebaut und da hinten wird es eben etwas schwerer wegen der Leitung hier unten von der Klimaanlage. Das wird nicht besser wie auf der anderen Seite sein. Um die Zündkerzen rauszubauen, braucht man im hinteren Bereich zumindest etwas abgewinkelte Verlängerung. Also wir haben jetzt unten eine ganz kurze Verlängerung draufgesteckt. Unten haben wir eine 16er Schlüsselweite auf der Zündkerze. Und mit dem Gelenk kommt man eigentlich auch so ganz gut ran. Das ist eben die hinterste, immer die schwerste. Das gleiche Werkzeug hängt hier schon drin, die Kerze. Die haben wir mit Magneten raus. Genau, ja. Magneten. Dann kannst du das auch gleich dafür hernehmen, für die zweite. Und an die beiden vorderen würde man auch komplett ohne dem Werkzeug rankommen, einfach nur geradeaus runter. Da ist es jetzt kein großer Aufwand. Du schraubst es einfach alle locker. Und drüben hast du auch schon in der Zwischenzeit die Zündspulen alle rausgeholt. Ja, das geht bei dir eigentlich ganz schnell, sonst kann man gar nicht schauen. Die kleine Hände, die kommen natürlich da hinten auch sehr gut hin. Also die letzte kann ich jetzt gerade noch so hier sehen, also da kommt man mit der Hand ganz schwer ran.
sind aber alle schon draußen und dann kannst du auch das Werkzeug dann für die andere Seite auch gleich benutzen. Aber jetzt machst du erst mal alle locker, alle 8 Stück und dann holen wir die mit dem Magneten gleich raus. Jetzt kann man die Kerze schön mit dem Magneten rausfischen und dann werden wir uns auch gleich mal das Verbrennungsbild der Kerzen anschauen. Ja, sind schön hellbraun, also auf gar keinen Fall schwarz. Und auch bis jetzt alle vier schön gleichmäßig verbrannt. Das sind jetzt die ersten, ne? Nach 10 Jahren? Nein, einmal bei knapp über 50.000 sind die gewechselt worden. Habe ich im Checkheft nochmal vorher nachgeschaut. Laut BMW-Vorschrift sind es auch so ungefähr alle 50.000, die sie gewechselt werden sollen. Und die sehen auch hier oben eigentlich noch ganz gut aus, also nicht irgendwie groß verbrannt. Die haben jetzt also ungefähr ziemlich genau 40.000 gelaufen. Also nur als Hinweis, wenn einer sich nicht sicher ist, wenn er die Kerzen schon längere Zeit montiert hat. So sehen die Kerzen bei normaler Fahrweise jetzt nach 40.000 Kilometer an. Also das Auto ist auch noch nie auf der Rennstrecke bewegt worden. Zumindest bei uns nicht. Beim Vorbesitzer gehe ich auch nicht davon aus. Und also hoffen sie zumindest. Und jetzt haben wir eigentlich hier die ganzen Kerzen auch ausgebaut. Die neuen Kerzen können wir dann auch wieder alle einsetzen. Und auf der anderen Seite werden wir jetzt mit dem Werkzeug schauen, ob wir mit dem Werkzeug auch da hinten reinkommen, lose drehen und dann auch alle Kerzen rausziehen. So sieht unser Aufbau jetzt von dem Werkzeug aus, wo wir die Zündkerzen ganz gut rausbekommen. Eben hier oben Schlüsselweite 16, ganz wichtig. Und jetzt kannst du auch alles schon, dadurch, dass du alles schon gelockert hast, wieder mit Magneten rausholen. Genau, auch die letzte, die ist ganz gut gegangen. Da muss man bloß hinter der Klimaanlage. Leitung hier dazwischen durch. Von der linken Seite aus gesehen jetzt hier, gell? Da kommst du vorbei. So kommt man. Also mit dem Werkzeug kommt man auch gut hin, so jetzt, wenn man das gemacht hat. Okay, jetzt können wir uns auch schon mal alle anschauen. Auch hier das gleiche Bild wie bei der linken Seite, alle gleichmäßig schön verbrannt. Oben am Steg auch nicht irgendwie verbrannt, was jetzt hier irgendwelche braune Spuren angeht hier. Die sehen ganz gut aus. Ja, natürlich jetzt dann die neuen Kerzen wieder reinbauen und dann das Ganze wieder so zurückrüsten, wie es vorher war. Am Schluss wieder die Stecker drauf von den Zündspulen. Damit ist das Thema Zündkerzen erledigt. Man sieht also, man kann das auch alles ohne spezielles Werkzeug erledigen. Zum Nachfüllen vom Servoöl ist darauf zu achten, auf dem Deckel steht nämlich die Bezeichnung drauf, welches Öl dafür nur verwendet werden darf. In dem Fall ist es CHF 11S. Und da gibt es natürlich das Originale von BMW, gibt es auch von anderen Herstellern. Wichtig ist, die Teilenummer steht hier unten auch drauf, auf diesem Öl, 81229407758. Das ist also ein CF11S-Öl und das können wir jetzt auch verwenden zum Nachfüllen. Du schaust nochmal nach. Ich schaue nochmal lieber nach. Ist aber wirklich ganz unten, glaube ich, am untersten Limit. Ja, unter der Grenze, Also wird jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was reingeschüttet und dann nochmal kontrolliert. Nicht zu viel, sonst muss wieder alles raus. Ne? Ja, und nach Gefühl mal ein bisschen was rein und dann ab und zu mal wieder überprüfen. Das ist genau richtig, so kann es bleiben. Das Kühlwasser können wir jetzt auch gleich mitwechseln. Dazu machen wir auch wieder den Behälter oben auf und lassen das Kühlwasser unten am unten am Kühler ab, also von der Höhe hat es auch gepasst von der Einfüllmenge, hat also nichts verloren in der Zwischenzeit, das ist schon mal ein guter Hinweis. Also vom Dichtigkeitszustand brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Ja, und jetzt kommt das Auto nochmal rauf auf die Bühne und das Wasser wird abgelassen. Nur wenn man das Kühlwasser bei seiner Inspektion auch wechseln will, muss man auch hier vorne diese Abdeckung herausbauen. Dazu empfiehlt es sich aber vorab schon mal diese seitlichen, diese kleinen Abdeckungen herauszunehmen, weil wenn man die drinnen lässt, kommt man nämlich nicht hier oben an diese Aufhängung dran. Die kannst du jetzt mal mit der Hand rausbauen. Also du hast ja vorher schon alle Schrauben hier rausgebaut. Ja, die sind also im vorderen Bereich an der Stoßstange. Hier seitlich hinten sind noch drei drinnen, das sind die hier. Die waren verrostet bei uns. Ja, die werden wir auf jeden Fall auch austauschen, also die schauen echt nicht mehr gut aus. Und hier auf der Seite, glaube ich, sind es in der Radtauschhalle, sind noch ein paar kleine. Sind vier.
4 Stück auf der Seite, das ist Schlüsselweite 8 hier, die kleineren. Und eben, wenn man diese Abdeckung hier komplett schon rausgebaut hat, dann erst kommt man nämlich unten an diese Aufhängung, Mechanik ran, die sich da einfallen hat lassen. Würde man nämlich hier unten diese Schrauben aufmachen, dann hätte man ein Riesentheater bei der späteren Einbau wieder. Jetzt kommt man nämlich oben an dieses eingehängte Teil heran. Jetzt muss es um 90 Grad verdrehen. Und jetzt in dieser Position geht es irgendwann mal, ja, hat geklickt, geht es dann raus. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Auch hier wieder 90 Grad verdrehen und dann mit ein bisschen Gewalt nach vorne bewegen, dass es dann ins große Loch reinkommt. Und jetzt macht es gleich die Abdeckung. Ja, hat man schon in der Hand. Dann an die Unterseite vom Kühler und kann dann auch hier unten theoretisch die Abdachschraube aufmachen, Kühler auslaufen lassen und dann eben noch am Motor, wenn man will, kann man auch direkt am Block des Kühlwassers ablaufen lassen. Das ist dann nur als Information, dass es eben hier oben an der Stelle rechts und links eingehängt ist. So, Kühlwasser kommt, Ablassschraube ist gut rausgegangen. Ist auch noch in Ordnung. So, jetzt einfach mal laufen lassen. Um den Rest vom Froststutz aus dem Motorblock herauszubekommen, müssten wir jetzt hier unten an den Motorblock selber ran, in Fahrtrichtung rechts. Dazu wird jetzt die Versteifungsplatte abmontiert und dann befindet sich diese Schraube, die Abgasschraube hier hinterhalb von dem Krümmer. Die sieht man jetzt noch nicht, aber gleich wenn die Versteifungsplatte weg ist, dann können wir gleich mal schauen, ob man da gut rankommt. Hier hat man die Ablassschraube vom Kühlwasser. Ich gehe jetzt im Zoom ein bisschen raus, dass man ungefähr erkennen kann, wo die Schraube im Motorblock verbaut ist. Jetzt gehen wir von der anderen Seite mal hin. Du hast ja auch schon hier eine Verlängerung zurechtgelegt. Also und es geht ziemlich gut, ganz gut. Und jetzt schraube ich die auf. Ja, Vorsicht, wir müssen jetzt noch kurz warten im Wasser, dass wir das unterstellen. Ja. Weil bis jetzt haben wir es bloß ausgebaut und jetzt natürlich auch einen Behälter drunter tun. Aber ich glaube, man kann es auch erkennen, also an der Position mit der Verlängerung rein und oben ein Gelenk. Und es ist eine Imbusschraube, einen Imbusaufsatz auf jeden Fall verwenden. Ja, und jetzt drehen wir es raus und lassen wir das Wasser ab. Das letzte Wasser kommt jetzt noch aus dem Block raus. Man sieht, es läuft hier seitlich eine Ölwanne ab. Und nur so hat man auch wirklich die Gewähr, dass man ja einen Großteil vom Kühlwasser zumindest herausbekommt. Wenn man es nur vorne am Kühler machen würde, wie wir es jetzt vorher am Anfang gemacht haben, hier an der Verschlussschraube, würde natürlich der Großteil vom Wasser im Motorblock bleiben. Und wir wollen es ja wirklich einmal komplett austauschen nach jetzt genau 10 Jahren. Dazu haben wir es jetzt komplett so gemacht in einem Stück, dass wir beides entsorgen können. Motorblock und eben auch hier vorne Kühler. Das Hinterachsöl ist jetzt abgelaufen. Das kann jetzt wieder befüllt werden. Dazu natürlich die Schrauben wieder einbauen. Wenn die nicht mehr gut sein sollten, die Dichtringe, dann die auf jeden Fall erneuern. Weil, wie schon vorher gesagt, die Dichtringe sind komplett an der Schraube dran. Die gibt es also nicht einzeln. Und einfach mal anschauen, ob die noch in Ordnung sind. Ansonsten auf jeden Fall tauschen. Gut, jetzt ziehst du die nochmal richtig fest mit der Verlängerung. Und dann hier oben drüber kann man dann das Öl mit der Handflasche oder mit der Pumpe, je nachdem, was einem zur Verfügung steht, wieder einfüllen. Die letzten Tropfen vom Einfüllen laufen jetzt noch ein bisschen ab, aber jetzt können wir auch schon die Einfüllschraube auch wieder eindrehen und dann ein bisschen festziehen wieder mit der Verlängerung, dass es auch wirklich nicht zu locker ist. Ja, und verwendet haben wir natürlich wieder hier unser 75W140. Ja, da sieht man es auch. 75W140 für Sperrdifferenziale und eben auch weit genug von der Temperatur her hat das Öl eigentlich Reserven. Also das nehmen wir eigentlich bei allen Fahrzeugen her, bei denen wir Hinterachsöl mit Sperre wechseln. Das als Hinweis. Gut, du ziehst es jetzt noch fest. Ist noch fest, ja. Das reicht, glaube ich, jetzt schon. Gut, also hinten ist jetzt eigentlich für unsere Inspektion alles erledigt. Es geht jetzt eigentlich nur noch um das Getriebeöl. Dazu haben wir jetzt eben noch einen Hinweis. Hier oben haben wir nämlich noch diese Pumpe, die elektrische Pumpe. Die müssen wir nämlich jetzt beim Getriebeölwechsel auch ansteuern. Und da zeigen wir, wie wir das machen können, auch ohne Distester. Beim Getriebeölwechsel fangen wir an mit dem Ablassen des Öls. Das heißt, die obere Schraube bleibt jetzt dabei noch geschlossen. Wir können
einfach mal das Öl ablassen. Die befindet sich hier eigentlich genau mittig vom Getriebe. Gelockert hast du schon, jetzt geht es auch leicht raus. Und auch hier sieht man wieder, der Dichtring ist schon auf der Schraube drauf. Der bewegt sich jetzt mit. So, gleich kommt das Öl raus. Da glaube ich auch, dass das Öl noch nie gewechselt worden ist. Oh ja, eindeutig, das ist richtig schwarz. Riecht man auch ein bisschen, ja? Riecht man's, ja? Ja, nicht so schlimm wie die Hinterachse, aber hat auch so einen unangenehmen Geruch. Und ja, das sieht schon uralt aus. Einfach ablaufen lassen und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt geht es an der rechten Seite vom Getriebe weiter. Hier befindet sich das Ölsieb. Das schauen wir jetzt mal an, ob man das verwenden kann, nach dem Saubermachen oder ob wir das komplett erneuern müssen. Hier kommt auch ein bisschen Öl noch raus. Ich zeige es mal kurz in die Kamera. So. Ja, also wir werden es auf jeden Fall erstmal jetzt sauber machen. Wenn wir der Meinung sind, es ist nicht mehr zu retten, dann kommt es natürlich auch neu. Aber auf jeden Fall lassen wir es jetzt beides erst ein bisschen ablaufen in der Zwischenzeit. Und wenn es gereinigt ist oder erneuert ist, dann bauen wir es erst wieder ein. Das Ölsieb haben wir ja nur reinigen müssen, das wird wirklich wie neu. Da kannst du mal kurz zeigen, Kamera. Also da ist es auch nicht beschädigt worden. Neuen Dichtring drauf und dann einfach wieder ins Gehäuse reinschrauben. Mit 25 Newtonmeter sollte man das Sieb wieder festziehen. Und damit ist das Reinigen des Siebs schon erledigt. Man kann es natürlich, wie auch schon gesagt, einfach auch austauschen. Und jetzt kommt ein Punkt, die man jetzt eigentlich nur bei solchen getrieben hat, mit einer Kühlung. Hier oben haben wir nicht den Motor dazu. Und da müssen wir jetzt den Motor ansteuern, entweder über einen Disk-Tester, wenn man den natürlich nicht zur Verfügung hat, wie die meisten natürlich auf sowas nicht zugreifen können, zeigen wir einen anderen Weg. Dazu haben wir hier oben auch schon, sieht man den Stecker ausgesteckt von der Pumpe direkt. Und jetzt werden wir die Pumpe einfach mit 12 Volt ansteuern und den Rest vom Öl hier über die Ablassschraube da an der Öffnung herauslassen. Da oben machst du die schon mal locker, kannst du aber noch drin lassen in der Zwischenzeit. Also, die ist schon locker, die habe ich vorher schon aufgemacht. Ja. Verlängerung. Ich lasse die noch drin, oder? Lass die ruhig noch drin, genau. Und jetzt lassen wir erstmal das Öl noch durch, sonst hat es eventuell auch hier oben raus, je nachdem, wie viel Druck drauf ist. Und jetzt können wir erstmal die Pumpe ansteuern und das Öl ablassen. Jetzt haben wir einfach schon ein Draht oben auf den oberen Pin drauf getan. Vorne natürlich gut abisolieren. Und jetzt das andere. Anderen Draht auch in Richtung des Pins stecken. Und jetzt kommt das restliche Öl, kommt jetzt aus dem Kühler heraus. Ungefähr eine halbe Minute, 30 Sekunden laufen lassen. Man sieht, es kommt jetzt nicht mehr so viel raus, aber immerhin wird der Kühler jetzt nochmal entleert. Und würde man das jetzt nicht machen, hätte man natürlich die Restmenge weiterhin im Kühlsystem drinnen. Nur so kann man zumindest den Großteil vom Öl herausbekommen. Auf der linken Seite kann man jetzt das Öl wieder einfüllen. Wir zeigen es jetzt auch wieder nur ohne irgendwelche speziellen Pumpensysteme, sodass halt eben wirklich auch jeder das zu Hause oder in der Hobbywerkstatt oder wenn er eine Bühne zur Verfügung hat, selber machen kann. Und das Öl ist jetzt bei dem Baujahr zumindest das MTF LT3. Es gab ja vorher das Zweieröl auch und wir haben extra nochmal bei BMW nachgefragt. Also bei diesen Modellen ab 2007, bei den Motorsportfahrzeugen, sollte man das Dreier schon verwenden. Und das drücken wir jetzt einfach rein. Es sind jetzt ungefähr knapp über 2 Liter, 2,1 Liter, was reingehen. An der Hinterachse waren sie ja nur knapp über 1 Liter. Ja, und wenn es dann oben wieder rauskommt, dann kommt wieder die Ansteuerung von unserer Pumpe hier drüben, die schon wieder einsatzbereit ist. Und dann werden wir das Öl durchlaufen lassen und während es durchläuft, also dass auch wieder der Kühler gefüllt wird, werden wir dann noch gleichzeitig Öl nachfüllen, so bis es dann wirklich an der Oberkante ansteht und dann können wir die Verschlussschraube auch wieder einsetzen. Das Getriebe ist jetzt komplett aufgefüllt bis zur Unterkante und in der Zwischenzeit lassen wir jetzt noch mal die Pumpe kurz durchlaufen, damit sich das Öl schön verteilen kann, auch im Kühler wieder. Nur wieder den richtigen Pin erwischen. Da ist er. Jetzt läuft es immer schön durch, man hört es ein bisschen. Man sieht, es läuft auch gleichmäßig durch. Und jetzt werden wir nochmal auffüllen bis zur Oberkante. Sobald ich von der Pumpe runtergehe, sieht man,
hört es wieder auf zu laufen. Und jetzt, so wie es aussieht, ist es eigentlich auch schon fast bis Oberkante aufgefüllt, weil es läuft immer noch weiter, obwohl die Pumpe jetzt wieder steht. Man sollte es eigentlich während dem Laufen der Pumpe eigentlich auffüllen, aber das haben wir vorher schon zweimal gemacht. Man sieht also, wenn ich jetzt hier reinlange, das Öl steht wirklich bis zur Unterkante oben. Nur eben wichtig, nicht einfach die Schraube reindrehen, ohne vorher den Motor nochmal durchlaufen zu lassen, damit sich das ganze Öl, was unten im Sumpf ist, erstmal nach vorne verteilt zum Kühler. Und dann einfach unterm Laufen nochmal auffüllen. Aber wie man sieht, es läuft jetzt sogar noch raus. Also das heißt, die Oberkante ist wirklich erreicht und dann kann man die Schraube wieder eindrehen. Zuletzt wieder die Verschlussschraube festziehen. Da gibt es auch einen Drehmomentwert von BMW, nämlich 35 Newtonmeter. Wenn man da natürlich nicht gut hinkommt, wie gerade hier, ziemlich eng, dann muss man es natürlich nach Gefühl machen. Die untere ist auch schon eingesetzt, auch für die gilt 35 Newtonmeter hier unten. Ja, und Stecker ist dran, oder? Ja genau, richtig, da haben wir den auch runter gehabt, der Stecker ist dran montiert. Dann noch die Abdeckung. Genau, die untere Abdeckung, die haben wir auch ein bisschen instand gesetzt, wo wir letztens schon gezeigt haben, die seitlich ein klein wenig aus den Löchern herausgerutscht ist. Das kann man jetzt auch wieder verwenden. Ja. Die Ablassschrauben sind drin. Die hast du schon reingemacht, die Ölablassschrauben unten. Und die Abdeckung ist auch schon montiert wieder mit den 7 Schrauben. Die hast du auch schon drauf gemacht. Und natürlich auch wieder die unter dem Kühler. Ja, also unten. Ja, ich schaue jetzt noch mal kurz durch, aber ich glaube, du hast jetzt auch nichts übersehen. Sie auch nicht. Nee, das hoffen wir beide. Aber sonst müssen wir das Auto nachher noch mal rauffahren. Hinten ist ja eh alles schon erledigt von der Hinterachse, Differential gewechselt. Nee, sieht gut aus und natürlich, man macht immer einen kleinen Rundumgang, wenn man natürlich so eine Inspektion macht. Man schaut sich die Bremse nochmal an, man schaut sich die Bremsleitungen an, Vorderachse, Hinterachse natürlich. Da ist aber bei dem Auto alles gut. Es geht jetzt bei dem Video jetzt wirklich auch nur um den Service, was halt eben ansteht, wenn man beim BMW theoretisch einen großen Service machen würde, was Öle angeht und Verschleißteile wie Zündkerzen und alles andere, was dazu gehört. Ja, jetzt noch die Abdeckung drauf hier unterm Getriebe. Ja, da muss man ein bisschen zusammenzwicken. Hier an der Stelle ist es ein bisschen enger. Und man sieht, kannst du mal kurz in die Kamera zeigen, hier die Schrauben, die haben wir einfach erneuert. Die kleinen? Ja. Die waren alle, die Originalnieten waren eigentlich alle ausgerissen. Einfach ein paar neue Schrauben rein von der anderen Seite. Da muss man kein neues Teil sehen. Das ist sogar besser fast wie original. Und da, das wird wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mehr kaputt gehen. Gut, dann mal drauf in den Deckel. Jawohl. Die Zündkerzen sind jetzt noch dran zum Einbauen. Das heißt, auf der rechten Seite ist es jetzt das Da bin ich jetzt dran. Ja. Ja, da hast du ja vorher schon auf der linken Seite. Fahrtrichtung links habe ich schon alles festgemacht. Ja. Auch die Zündspulen, jetzt. Die Abdeckung drauf gemacht. Das ist schon fertig. Ja. Also so sieht es dann wieder aus, wenn wieder alles eingebaut ist. Da war die vierte Zündspule ziemlich kompliziert, ja, zum Einbauen. Ja, die hinterste, ja. Das, man sieht es auch noch ein klein wenig. Das war ein bisschen schwer, natürlich den Druck aufzubringen, um das wieder reinzubekommen. Da hast du ein paar Mal drücken müssen, bis es wieder drin ist. Ja, das ist das Problem, dass man da wenig Platz hat. Aber hier auf der Seite geht es natürlich schon gut los. Die vorderen gehen wieder ganz leicht rein. Ich bin wieder auf die vierte gespannt. Die letzte wieder, die ja. Reingeht, ja. So, und dann hast du auch die Zündkerzen schon hier in der Hand. Die sind jetzt von NGK. Und da ist komischerweise auch keine richtige Vorschrift drauf, wie die mit Drehmoment festgezogen werden sollen, sondern laut NGK gibt es hier nur eine Vorschrift, nämlich erstmal mit der Hand reindrehen, dann nur minimal mit der Ratsche festziehen, 1/16 heißt hier nämlich auch nur, und dann eine halbe Umdrehung weiter. Also kein Drehmomentwert. Ja, das heißt im Endeffekt nach gut Gefühl machen und ja, jetzt die Reihen noch alle nochmal reinsetzen, festziehen und dann Zündspulen drauf und dann Stecker. Ja, und dann werden wir auch gleich den Behälter wieder festmachen können hier vorne. Hier sind zwei Schrauben. Genau. Ja, die liegen auch hier. Und wir füllen auch noch. Ja, ganz wichtig, Kühlwasser rein und natürlich dann auch noch den Ölfilter, der immer noch hier offen ist. Ja, und Luftfilterkasten. Richtig, der Luftfilterkasten, der fehlt auch noch. Ja, und dann ist aber hier oben auch so ziemlich alles wieder fertig. Und dann werden wir eine kurze Zusammenfassung machen, was das ungefähr preislich
ja, was man ungefähr zahlen muss, nur an Teilen. Arbeit ist ja dann in dem Fall umsonst, die macht man ja selber. Dann kann man ungefähr mal kalkulieren, was man sich bei so einer Arbeit spart, wenn man es selber macht. Jetzt kommt es zur letzten und zur kompliziertesten Zündkerze. Ich tue die jetzt alleine so rein, ohne Werkzeug. Mit dem Werkzeug kommt man da nicht so gut dran. Ja, dass die einfach erstmal runterrutschen kann. Ja. Und dann bin ich hier zwischen dazwischen. Das wird jetzt kompliziert. Ja, bist aber schon jetzt vorbeigekommen, ja, an der Leitung, an der Klimaanlage. Ja, und jetzt müssen wir es noch ein bisschen senkrecht stellen wahrscheinlich, dass man runterkommt. Mhm. Das ist das Komplizierteste jetzt. Und wenn sie mal drauf sitzt, dann geht es eigentlich wieder. Ne? Ich brauche nicht nur eine Verlängerung, damit ich besser bringen kann. Hier? Ja. Mhm. Jawohl, mit der Hand. Wie kann man es jetzt drehen? Gell? Ja, jetzt packt es hier auch schon. Ja, das ist eben die komplizierteste. Wenn man die einmal gehabt hat, dann ist eigentlich schon das Schwerste an der Arbeit erledigt. Und dann noch festziehen. Ja, jetzt geht es nur mit der Hand schön rein. Mhm. Ja. Gut, und sobald schwer wird, dann einfach einmal kurz mit der Ratsche etwas ganz leicht anziehen und dann eine halbe Umdrehung ungefähr weiter. Hier vorne kann man auch wieder ganz schön mitfilmen beim Einsetzen der Zündspulen. Die müssen ja doch mit etwas Kraftaufwand an die richtige Position hineingedrückt werden. Also das hier muss da in die Lücke rein. Ja, da ist es oben schon ein bisschen eingeschmiert. Ja, mit Rostlöser. Mhm. Und jetzt hier, diese Aussparung, wo du gerade gesagt hast, die Lücke, das muss eben hier diese kleine Nase sein, was man hier vorne sieht, wo du gerade hingezeigt hast. Und das muss da wieder an der richtigen Stelle vorher schon mal positioniert werden. Jetzt ist drin. Hat schon einmal gefloppt. Das ist das Zeichen, dass es richtig runtergegangen ist. Jetzt den Stecker drauf. Ja, und die letzte hier vorne. Da sieht man es ja, die fehlt noch. Zuletzt jetzt noch den Deckel, den Kunststoffschutz einbauen und jetzt wieder unten unterhalb von dem Kühlwasserbehälter unten durchfädeln. Den Deckel hier haben wir vorher weggemacht, weil der im Weg gestanden ist. Ja, der ist ein bisschen zu hoch jetzt, der würde bloß stören. Natürlich aufpassen jetzt in dem Fall, dass da auch wirklich jetzt nichts reinfallen kann. So, sobald du da unten durchgefüllt bist, dann wird es nur noch hinten schwer an der Leitung von der Klimaanlage. Ja. Ja, das ist eine Spielerei, aber ja, anders kommt man da jetzt nicht hin. Erstmal ungefähr in die Richtung ausrichten, wo ungefähr das Lager ein. Ja, da genau, ich kann es mal kurz zeigen. Jetzt hier unten sieht man sogar noch, wo die Hand hast. Ja, da ist sieht man das Lager oben und hier. Genau, das ist die Nase. Ja, das ist die Nase. Und das muss man jetzt erstmal ungefähr ausrichten. Ich habe noch ein Stückchen nach hinten. Mhm. Das hat schon mal geklickt. Mhm. Dann nur noch hinten. Hinten das gleiche nochmal. Drauf. Ja, jetzt ist er wieder eingerastet. Man sieht hier, der Abstand zu der Plastikverkleidung oben ist auch wieder gleichmäßig. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass er auch wieder reingerutscht ist in die Gummihalterung. Ja, und den Öldeckel haben wir jetzt auch schon vorher drauf getan, eben dass ja nichts reinfällt. Jetzt kannst du auch gleich den Ausgleichsbehälter wieder festmachen. Der stört uns jetzt nicht mehr, die zwei Schrauben. Und dann geht es eigentlich auch gleich los mit dem Einfüllen der Flüssigkeiten und eben noch, was wir vorher schon gesagt haben, der Luftfilterkasten. Der Ölfilter wird jetzt eingebaut. Da ist ganz wichtig, dass der richtig klickst, wie du es jetzt warst. Ja, jetzt ist er nämlich erst richtig eingerastet. Und dann hast du eben hier unten noch einen zweiten Gummiring. Den haben wir auch schon gewechselt, den kleinen hier. Vorher ein bisschen auch wieder einölen und der große sitzt hier drunter. Genau, den hast du auch eingeölt. Jetzt wieder reinschrauben. Filterkasten ist auch schon drin. Ja, den hast du schon fertig eingebaut. Der geht ja auch gar nicht mal. Filter auch schon und dann bloß das Öl rein. Ja, jetzt ist hier unten eigentlich jetzt, also bei den Mikrofiltern ist eigentlich auch schon alles wieder eingebaut. Es waren auch bloß drei Schrauben, die mit Schlüsselweite 8. Eine sieht man da oben noch ganz gut.
die andere, ich glaube, da hinten ein bisschen versteckt. Ja, das ist immer die zweite. Und die andere hier gleich hier vorne. Also da kann man es mal gut erkennen. Und jetzt hast du den Unfilterkopf, also die Verschluss auch schon drauf geschraubt. Da steht auch hier unten, was siehst du da? Ich glaube 25 Newtonmeter. Ja, wenn im Licht mal ein bisschen hindreht, also man sieht es, jetzt sieht man es. Also ein zum Festziehen 25 Newtonmeter. Ja, und wir können jetzt eigentlich gleich anfangen mit Motoröl einfüllen und natürlich dann auch gleich das Kühlwasser. Dazu drehst du aber hier noch vorher die Entlüfterschraube auf. Und dann können wir anfangen mit dem Einfüllen der Flüssigkeiten. Der Froststütz wird jetzt befüllt. Dazu auch ganz wichtig eben hier diese Entlüfterschraube herausdrehen. Aufpassen, die können auch mal gerne abbrechen. Also groß genug muss der Schraubenzieher sein. Genau, und dann kann man eigentlich auch gleich mit dem Befüllen anfangen. Also ungefähr 50% Kühlerfrostschutz und ungefähr 50% Wasser. Wir nehmen jetzt hier das C48 her, gibt es auch von x verschiedenen Herstellern, kann natürlich auch original BMW Frostschutz hernehmen. Wichtig ist, die Farbe ist eben die blaue. Hier ist jetzt schon ein klein wenig gemischt mit Wasser und nachher kommt dann nochmal reiner Frostschutz mit dazu. Ja, man hört es, es läuft schon schön runter. Aufpassen, wenn es zu hell wird, das Geräusch, da ein bisschen warten, bis die Luft hier oben wieder entweichen kann. Und eventuell, wenn es jetzt sich nicht mehr viel weiter verteilt, die Flüssigkeit, unten an den Schläuchen ein bisschen jetzt drücken, nachhelfen, damit sich die Flüssigkeit schön im kompletten Motor verteilen kann. Das Kühlwasser ist jetzt bis zum oberen Limit aufgefüllt. Jetzt kann man natürlich wieder die Schraube reindrehen, die Entlüfterschraube. Genau, und wenn wir jetzt dann noch als nächstes das Motoröl aufgefüllt haben, dass es jetzt noch abgeht, dann werden wir den Motor natürlich auch gleich mal starten und die Heizung innen drin voll aufdrehen, dass sich das System entlüften kann. Jetzt wird noch das restliche Öl aufgefüllt. Hier haben wir auch die passende Flasche direkt von BMW, 10W60 Motorsportöl hier unten. Und es gehen in den Motor beim Ölwechsel 8,8 Liter Motoröl rein. Also das ist auch einer der teuersten Faktoren bei dem Service, bei dem Auto hier. Und jetzt kommen wir einfach nochmal zu einer kompletten Zusammenstellung, was wir an Teilen verbaut haben und wie hoch die Kosten kommen, wenn alles selber gemacht wird und was man sich eigentlich da unterm Strich auch sparen kann. Gut, Öldeckel drauf und fertig. Bevor wir jetzt zum allerletzten Schritt kommen, nämlich zum Service zurückstellen, hier einfach mal eine kurze Auflistung von dem, was wir jetzt aktuell an Teilen verbaut haben, die Kosten dazu. Also der Ölwechsel mit 8,8 Liter Motoröl kostet uns jetzt mit ein bisschen Rabatt 105 Euro mit dem Ölfilter schon mit dazu. Getriebeölwechsel liegt bei 45 Euro, Hinterachsöl bei ungefähr 35, der Luftfilter bei ca. 40 Euro. Die Zündkerzen sind auch mit das teuerste einer ganzen Servicearbeit, die liegen bei 120 Euro und Mikrofilter 70, Frostschutz ungefähr 20 Euro. Da kommt man auf Gesamtsumme von 435 Euro. Also nur zur Information, würde man das jetzt alles bei BMW machen lassen, hätte man allein am Ölwechsel schon nur für das Motoröl gute 270 Euro zu bezahlen plus Ölfilter und Arbeitszeit. Da reichen meistens die 435 Euro schon nur für den Ölwechsel gar nicht aus. Dann ist aber noch nichts gemacht an Hinterachsöl und Zündkerzen und alles, was wir jetzt noch alles gemacht haben. Das würde um die 2000 Euro kosten. Genau, kann man es jetzt schlecht sagen, aber es wird natürlich um einiges teurer sein, als das, was wir jetzt insgesamt ausgegeben haben. Ja, und jetzt kommt der letzte Schritt. Jetzt wird das Auto, also die Serviceanzeige zurückgestellt. Und das kann man auch selber machen, ohne zusätzlichen Tester. Das zeigen wir jetzt vom Auto, vom Innenraum aus. Jetzt ist es noch ganz wichtig, die Heizung auf volle Pulle aufzudrehen, damit sich das System jetzt auch während dem Warmfahren und wegen dem Warmlauf entlüften kann, damit auch der ganze Frostschutz im ganzen Kühlkreislauf verteilt wird. Und natürlich dann später nochmal darauf achten, ob auch genug Kühlflüssigkeit im Kreislauf drinnen ist.
Ja, und jetzt können wir auch dann gleich als nächstes zeigen, wie man hier den Service zurückstellen kann, weil aktuell hat er das Auto doch einiges an Service, was er angezeigt hat, und das können wir jetzt gleich auch zurückstellen. So, jetzt wird das Auto auch schon leiser. Kaltlaufphase ist beendet. Du kannst mal kurz reingehen ins System, kannst mal zeigen, was er jetzt gerade noch anzeigt. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Fahrzeug untersuchen. Ja, das wäre das letzte noch, TÜV und AU müssen wir noch machen, aber die Motoröl und die Bremsflüssigkeit, das können wir schon zurückstellen. Und damit beginnen wir jetzt gleich als nächstes. So, jetzt sitze ich im Auto drin, da kann man es besser filmen. Und es geht jetzt um diese roten Dreiecke, die wir weg haben möchten. Also Motoröl war ja fällig, Bremsflüssigkeit und TÜV und AU. Dazu muss ich jetzt einfach nur die Zündung starten. Einfach draufdrücken. Jetzt ist die Zündung angesprungen. Und jetzt habe ich hier unten unter dem Tacho diesen kleinen Knopf, den drücke ich jetzt länger Zeit drauf, dann müsste hier oben ein gelbes Symbol kommen. Das ist schon da, einfach länger drauf bleiben noch. So, jetzt ist automatisch umgesprungen und jetzt mache ich hier drüben mit meinem Blinkerhebel weiter. Ich kann jetzt hier mit rauf und runter gehen, kann ich jetzt verändern, wo ich hin will. In dem Fall fangen wir einfach mal hier mit dem Ölkännchen an. Und jetzt gehe ich hier auf den Bordcomputer drauf, seitlich, drücke da längere Zeit drauf. Er fragt mich jetzt Reset und jetzt läuft der Reset rückwärts. Und nach einigen Sekunden sieht man, hat er jetzt umgesprungen auf 26.000 Kilometer. Jetzt kann ich auch gleich weitergehen, wieder mit rauf und runter. Ich gehe jetzt also auf die vorderen Bremsklötze, die brauche ich nicht. Die sind in 34.000 Kilometer, die hinteren in 22.000. Check ist auch noch okay. TÜV mache ich dann auch als nächstes, aber erst mache ich erst noch die Bremsflüssigkeit. Jetzt gehe ich hier wieder auf Bordcomputer längere Zeit drauf. Er fragt mich Reset und jetzt kann ich auch schon runtergehen und der Reset läuft automatisch weiter. Und er zeigt mir jetzt an, Bremsflüssigkeit im März 2023. Ich kann es wieder weitersuchen, ob ich noch etwas anders zurückstellen will. Aber in dem Fall den TÜV machen wir jetzt erst dann, wenn er auch wirklich zurückgestellt ist. Und man sieht, alles andere ist jetzt okay. Und auch drüben im Display sehe ich jetzt nur noch als oberstes nur noch den TÜV und das nächste wäre der Fahrzeugcheck, die Bremsflüssigkeit, Motoröl in 26.000 Kilometer und an den Bremsen hat sich ja nichts verändert.